Wow, this is pretty amazing to be here with you. Yo, Freunde! Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, liebe Freunde, ich bin wieder extrem gut gelaunt. Und ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch, liebe Freunde. Denn heute gibt es mal wieder, mal was Neues, ja? Leon hat einen Freund. Okay. Ja, liebe Freunde. Wow, die Sperre war jetzt, ist rausgegangen. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu den Insta-News. Insta-News. Ja, bevor wir zu dem Thema Leon kommen, können wir ganz kurz einfach nochmal auf das Thema kommen von dem Boy, der sich, der so getan hat, als wäre er nicht mehr unter uns. Viele haben sich gefragt, wer das ist und was weiß ich und was weiß wo. Auf jeden Fall hat er in seine Story gepostet, wie böse ich denn bin. Ich blende euch jetzt mal hier einen Screenshot ein von meiner Story. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein YouTuber her und der Shitstorm geht weiter. Und dann habe ich einfach dazu geschrieben, die 5500 Follower plus, die er bis zu dem Zeitpunkt gemacht hat, das ist ja schon über eine Woche her ungefähr, die haben ihm aber echt gut getan, ne? Also, liebe Freunde, ich habe ihm auch privat geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, hey, erklär mir gerne, warum du die Sachen in deine Story gepostet hast. Vor allem den Chatverlauf und so. Würde mich interessieren, weil er hat ja den Chatverlauf, der so aussieht, als wäre er nicht mehr unter uns. Diesen Chatverlauf hat er in seine Story geteilt, auch wenn es nur für ein paar Minuten war. Aber das ist der Move, wie die ganzen Kids das machen. Die posten etwas für ein, zwei Minuten, damit es nur ein paar Leute haben und damit es besonders ist und damit alle Leute folgen, weil der Account ist privat und alle Leute müssen folgen, damit sie die Story sehen. Das war sein Move und den kann er nicht bestreiten. Und deshalb antwortet er mir auch nicht auf die Nachricht, liebe Freunde. Meine Nachricht geht ganz sicher nicht unter. Wenn mir eine Person mit blauem Haken schreibt, egal wie viele Nachrichten ich am Tag habe, das ist schon sehr auffällig. Das fällt einem auf, das sticht einem ins Auge. So viel zu dem Thema, liebe Freunde. Insta News. Ach, liebe Freunde, wie schön das Leben nur ist, wenn wir in einer Beziehung sind, oder? Beziehungen sind was Schönes. Man findet jemanden Besonderen, auf den man hart Bock hat, den man echt mag, mit dem man echt viel Zeit verbringen will und dann kommt man halt zusammen. Das ist etwas, was bei Leon ungefähr 27 Mal im Jahr passiert. Nur so wenig. Richtig. Leon hat einen neuen Freund und hat darunter geschrieben unter das Bild, ihr seht ja hier, und plötzlich triffst du jemanden, der deine kleine graue Welt wieder bunt macht. Das ist auf jeden Fall eine Lüge, das kann ich euch versprechen, weil Leon hat meistens bunte Haare und das ist eine Lüge. Seine Welt ist nicht grau, wenn er bunte Haare hat. Skö, skö. Ein Traumpärchen hat wieder zu sich gefunden, liebe Freunde. Und wir... Nee, nicht quietschen. Nein, nicht quietschen. Wir analysieren das Ganze heute wieder und gehen auch auf die Reaktion des Ex-Freundes ein. It's Lucas White. Das habe ich schon sehr erregend gesagt. Liebe Freunde, ja, ich war, also ich habe irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach kurz, damit ihr meine Meinung wisst, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Leon so ein bisschen das jetzt gecheckt hat und ich habe auch in meinen letzten Videos gesagt, es kommen keine Videos mehr zu Leon, nicht mehr großartig, weil ich gehe mal davon aus, früher oder später sollte er das Ganze mal checken. Ist aber irgendwie nicht der Fall und seine Aussagen mit, warum er das wieder öffentlich macht und was weiß ich, ist alles halt, ja, man hat halt wirklich das Gefühl, der Junge ist davon abhängig, seine Beziehung öffentlich zu machen, dafür, dass es natürlich auch, dass seine Bilder dann wieder besser ankommen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das ist schon so ein Ding. Also, da wird von ihm natürlich, wenn er eine Antwort drauf gibt, kommen, jetzt wird mir unterstellt, ich mache das für Fame öffentlich. Ich meine nicht zwingend für Fame, ich meine für, dass deine Sachen besser performen, dass deine Videos besser performen, deine Bilder besser performen und dass deine Stories mehr angeschaut werden, weil du interessant
bekannter bist. Und das ist ein Druck, den relativ viele Influencer haben. Deshalb hat Rick auch damals so viel hin und her mit der Person rumgemacht, mit Schildi, mit Mildi, Rildi, Kildi, Alkohol in die Story gepackt, Rauchen in die Story gepackt. Die haben alles in die Story gepackt, einfach nur damit sie interessant bleiben, weil sie so sehr davon abhängig sind, wie viele Story-Views sie haben, wie viele Likes sie ihre Bilder kriegen. Ihr glaubt mir das nicht direkt, aber ich kann euch da einfach aus Insider-Quelle sagen, dass es wirklich bei vielen Leuten ein ganz, ganz großes Ding ist oder ein Riesenthema, wie ihre Sachen performen und ankommen. Und das ist auch okay, das ist auch normal. Das haben viele Freunde von mir, die Social Media machen. Ganz viele Leute sind ultra zahlenabhängig. Aber was ich sagen kann, ist, gesund ist das auf jeden Fall nicht. Erstens, ganz allein davon abgesehen, dass die Zahlen an sich nicht wichtig sind. Ein Kunde bucht dich, wenn du guten Content machst, und der schaut als zweites oder als drittes, vielleicht als viertes erst auf deine Zahlen. Das heißt, ein guter Kunde bucht dich auch, wenn deine Bilder keine 70.000 Likes haben, sondern 50.000. Ich habe mir schon früher immer gesagt, ich möchte nicht dieses Zahlenabhängige werden. Das gibt es natürlich auch bei YouTubern, die dann einfach Videos wieder löschen, die nicht gut ankommen und so weiter und so fort. Leute, ich lade jeden Tag ein Video hoch. Mir geht's am vorbei, wie die Videos ankommen. Ich lade die hoch und gut ist. Entweder man schaut sie an oder man schaut sie nicht an. Und umso mehr ich hochlade und umso mehr Mühe ich mir gebe, umso besseres Feedback kriege ich. Und das ist natürlich cool. Das Wichtigste ist doch, dass deine Zuschauer und deine Follower dir dann das beste Feedback geben. Oder nicht? Oder ist es jetzt am wichtigsten für mich, dass dieses Video 40.000 Likes hat? Nee, liebe Freunde, es ist für mich am wichtigsten, dass es euch unterhält. Und das finde ich irgendwo das Traurige bei Leon, dass er jetzt schon wieder das Ganze öffentlich machen muss, anstatt es einfach mal für sich selber zu genießen. Warum musst du das mit 1 Million Menschen teilen, anstatt dass du das für dich selbst genießt? Das verstehe ich nicht, liebe Freunde. Guck uns mal die Story an, weil die ist jetzt natürlich direkt wieder vollgepackt mit Boyfriend-Content. Ihr seht das hier. Boyfriend, Boyfriend, haha, hi, oh, cute. Hi. Hallo. Das war richtig unangenehm. Dann bringt er ein Eis. Wo ist mein Eis? Pack aus. Hä? Ich hab nur eine Hand frei. Ich will's essen. Gib! Schneller! Story vorbei! Ah. Oha! Ja. Also, von dem ganzen Tag waren 2 Stories von ihm, in denen er ein bisschen rumgetanzt hat, alleine. Und der Rest war wieder mit seinem Boyfriend. So, ist okay, wirklich, ist okay, kann er machen. Das ist auch komplett ihm überlassen. Aber Leon ist einfach, seitdem er 15 oder 16 ist, hat er so viel, so oft gemerkt, dass es nicht schlau war, das Ganze in die Öffentlichkeit zu ziehen. Und er macht es trotzdem weiter bei einer Person, die genauso wenige Follower hat und höchstwahrscheinlich auch Interesse an Leons Followern hat. Interesse daran hat zu wachsen. Wie kannst du denn so... Ach, keine Ahnung, liebe Freunde. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe wirklich gedacht, dass Leon das Ganze irgendwie überschaut und durchblickt hat. Aber auch hier beim TikTok steht dann drunter, er ist kamerascheu, aber voll putzig. Genauso wie ich. Wahrscheinlich ist jemand kamerascheu, der bereit ist, mit dir die Beziehung zu veröffentlichen, Bilder von sich hochzuladen, Videos von dir hochzuladen, die ganze Zeit in deiner Story zu sein, einen auf süß zu machen. Wahrscheinlich ist so jemand kamerascheu oder ist der eher einfach auch vielleicht, hat er Bock auf Follower? So. Könnte ja auch sein, liebe Freunde. Ganz, ganz schwieriges Thema an der Stelle. Ich sag's euch, wie es ist. Ich würde das Leon genauso sagen. Ich habe, wie gesagt, ne, ich muss das immer wieder erwähnen, weil manche Menschen denken, ich habe was gegen Leon. Ich habe nichts gegen Leon. Es ist auch seine eigene Entscheidung. Er kann machen, was er will. Ich find's einfach nur nicht schlau. Und ich bin mir relativ sicher, und da sage ich wirklich zu 99%, bin ich mir sicher, dass es bei ihm ein innerer Druck ist, dass seine Sachen nicht so gut performen, wie wenn er einen Freund hat. Wenn er ein Placement-Bild mit einem Freund hochlädt, kommt das besser an als ein Placement-Bild alleine. Ich kann euch hier auch mal 2 Beispiele raussuchen. Dafür muss man nicht studiert haben, Leute, um das zu erkennen. So, ihr seht es ja hier. Das war damals mit Lukas, das war ohne Lukas zum Beispiel, ne? So, ja, das ist meine große Vermutung und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich damit recht habe. Weil ich einfach der Social Media King bin. Nein, Spaß, liebe Freunde. Aber ihr wisst, wie ich meine. Schauen wir uns mal an, was Lukas darunter kommentiert hat. Dazu brauchen wir auf jeden Fall sexy Ex-Boyfriend-Music. Ah!
Yeah, nice, okay. Good luck, mach am besten nicht den Fehler und zieh es wieder zu sehr in die Öffentlichkeit. Wünsche euch das Beste. Kurz mal ohne Musik zwischen uns. Merkt ihr selber, wie auch Lukas den Hint gibt und sagt, Junge, sei nicht so dumm und mach das Gleiche, was unsere Beziehung zerstört hat. So, aber ich hab, Leute, ja. Okay, im gleichen Zuge wurde Lukas auch tags drauf oder so, boah Leute, ich war übel der Stalker, ne? Voll oft schicken mir Leute Stories zu, aber in dem Fall habe ich seine Story geguckt nach 2 Minuten, Alter. Was ist mit mir los, Junge? Auf jeden Fall würdest du, wenn du wieder eine Beziehung hast, sie wieder öffentlich machen. Lukas sagt, nein, definitiv nicht. Ich würde euch vielleicht irgendwann sagen, dass ich in einer Beziehung bin, aber keine Kussbilder oder so posten. Ich will keine Social-Media-Beziehung, sondern wenn, dann etwas Ernstes. Ja, warum sagt Lukas das so in dem Ton, wie er das sagt? Ich will keine Social-Media-Beziehung, sondern wenn, dann etwas Ernstes. Weil er vielleicht darauf eingeht, wie Leons letzte Beziehungen waren. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so vielleicht, ob ihr das ein bisschen beobachten konntet. Aber seitdem Leon mit Lukas auseinander war, der war bei einem Boy, beim nächsten Boy, beim übernächsten Boy, bei dem Boy, bei allen Boys, die es auf TikTok gibt. Und dann war er auf einmal wieder mit einem Boy zusammen. Und übrigens alle Boys, mit denen er gechillt hat und bei denen er zu Hause war und Wochenende verbracht und was weiß ich, alle Boys haben sein neues, dieses Bild da, halt mit dem Reveal, haben die alle kommentiert und haben so geschrieben, ah toll, viel Glück und so. Weiß nicht, Leute, ist das so schwierig, da durchzublicken und zu sehen, dass da so viel mehr dahinter steckt? Oder braucht ihr dafür echt mein Video, damit ihr so dahinter kommt? Das frage ich mich gerade, weil eigentlich, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, ne, so 3. Naja. Liebe Freunde, am Ende des Tages ist es Leons Beziehung, es ist Leon sein Ding, er soll machen, was er will. Wenn er Bock hat, dann soll er das, ne? Dann ist das, wenn er sich damit besser fühlt, von einer Beziehung in die nächste zu springen, soll er machen. Ob das in Zukunft so cool ankommt, wenn er mal wirklich was Ernstes sucht. No front an der Stelle, kann auch sein, dass das ernst ist, ne? Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber, boah Leute, mir ist das schon unangenehm, dass ich 4 Ex-Freundinnen vor Josie hatte, so. Und jetzt bei Leon, ich will gar nicht wissen, Alter. Ich will einfach nicht wissen, liebe Freunde. Egal, wir beenden das Video an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, aber schaut auf meinem Instagram vorbei, denn es lohnt sich. Ich verlose da alle paar Tage Amazon-Gutscheine, Sachen, Zeug und was weiß ich. Alles Mögliche. Einfach in der Instagram-Story. Also ihr müsst einfach nur folgen und aktiv sein. Am besten noch die Benachrichtigung aktivieren. Dann habt ihr vielleicht bessere Chancen. Und ich würde sagen, macht das gerne, schaut vorbei. Es lohnt sich. Morgen oder übermorgen kommt wahrscheinlich schon der nächste Gutschein. Haut rein, wir sehen uns. Guck, ich tanze. Tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.